Hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars Movie Duels, immer noch in Episode 3, die Rache der Sith, das mittlerweile letzte Level, eine Freundschaft in Flammen auf der Seite vom bösen Anakin Skywalker als Sith-Krieger. Gewagt hat. Und ich habe es für dich getan, um dich zu beschützen. Komm mit mir weg von hier. Hilf mir, unser Kind aufzuziehen. Wir sollten das alles hinter uns lassen, solange wir noch können. Verstehst du denn nicht? Wir brauchen nicht mehr wegzulaufen. Ich habe der Republik den Frieden gebracht. Ich bin mächtiger als der Kanzler. Ich kann ihn stürzen, wenn ich will. Und gemeinsam können wir, du und ich, über die Galaxis herrschen. Wir schaffen ein Reich nach unseren Vorstellungen. Ich kann nicht fassen, was ich da höre. Obi-Wan hatte recht. Du hast dich verändert. Ich will nichts mehr von Obi-Wan hören, verstehst du? Dieser Jedi hat sich gegen mich gewandt. Wende du dich nicht auch gegen mich. Ich erkenne dich nicht wieder. Anakin, du brichst mir das Herz. Du begibst dich auf einen Pfad, auf dem ich dir nicht folgen kann. Wegen Obi-Wan? Wegen dem, was du getan hast. Und dem, was du noch vorhast. Hör auf und kehr zu mir zurück. Ich liebe dich. Lügnerin! Nein! Du bist auf seiner Seite! Du hast ihn hergebracht, damit er mich tötet! Nein. Lass sie los, Anakin! Anakin! Lass sie los! Ihr habt sie gegen mich aufgehetzt! Das hast du ganz allein geschafft! Ihr werdet sie mir nicht wegnehmen! Dein Zorn und deine Gier nach Macht haben das bereits bewirkt. Du hast diesem dunklen Lord gestattet, dich zu manipulieren. Bist du schließlich genau zu dem geworden bist, das du geschworen hattest zu vernichten. Haltet mir keine Vorträge, Obi-Wan. Ich durchschaue jetzt die Lügen der Jedi. Ich fürchte die dunkle Seite nicht wie ihr. Ich habe etwas vollbracht. Ich habe Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit für mein neues Imperium geschaffen. Dein neues Imperium? Zwingt mich nicht, euch zu töten. Anakin, meine Loyalität gilt der Republik, der Demokratie! Wenn ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind. Nur ein Sith kennt nichts als Extreme. Ich werde tun, was ich tun muss. Dann versucht es. Okay. Besiege deinen ehemaligen Meister Obi-Wan Kenobi. Fuck, mir hängt ein Kabel hier. Hier ist gar kein Kabel. Ich muss kurz mal Pause machen. Okay, weiter geht's. Mir hängt gerade vollen Kabel am Fuß. Also kann ich natürlich auch nicht spielen. Was habe ich für Fähigkeiten? Arsche Würgegriff. Ja, bringt bei Obi-Wan wohl nix. Dann kann ich mich heilen. Ja, das hat gut funktioniert. Das haben wir gerade alles schon gesehen. Können wir springen. Ja, komm. Ich glaube, Lichtvertuelle sollte ich einfach aufhören zu machen. Das bringt sowieso nichts, ich verliere da sowieso immer. Obwohl ich schon wirklich auf die Taste raufhämmer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video hören kann. Der Obi-Wan getroffen auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall sind wir schon mal weitergekommen. Okay, nächster Raum. Ja, gut, dass sich die Kamera in die andere Richtung dreht.
Tür der Garage zugegangen ist. Geil. Okay. Hier waren wir auch schon mal, aber irgendwie ist der Raum kleiner geworden. Wenn es auch der gleiche Raum ist, dann müsste es eigentlich so viel von den Räumen haben sie ja schließlich nicht, von diesen, keine Ahnung, Konferenzräumen, wie man das nennt. So stehen bleiben ist eigentlich eine gute Idee. Fuck, ich kann nicht blocken. Ben hat er mich aber nicht totgehauen. Ich weiß nicht, ob es diesen Save Point zwischendurch gibt. Hört C3PO? Was du denn hier? Okay, das ist eigentlich die falsche Stelle für dieses Zitat. Ah, nee, das ist der Konferenzraum. Aber hier hatten wir ja auch Wat Tambor, glaube ich, war das, den wir gekillt hatten. Könntest du mit deinem Lichtschwert auswählen? Hallo, Lichtschwert bitte anschalten. Also es wäre sehr gut, wenn ich zum Kämpfen auch ein Lichtschwert benutzen könnte. Das wäre sehr, sehr gut. So, wir waren einmal getroffen, gut. Jawohl. Oh shit. Da liegt überall Heilung rum, nur ich sehe sie mir nicht. Gut, bisher habe ich sie auch noch nicht gebraucht. Ach, hier waren wir doch auch schon mal. Auf dem Gang. Hier war doch irgendwo dieses geile Secret. Oh, das kann natürlich auch ein anderer Gang sein jetzt hier. Hier sind ja überall auch diese Tragehelfer. Die ja mit Schilden, glaube ich, geschützt sind, dass sie eben nicht in der Lava versinken. Wo ich glaube, dass wir die eigentlich schon abgeschaltet haben. Die schalten sie ja im Film ja ab. Und dadurch versinkt das ja alles in der Lava. Es gibt einen Klonboss ja auch einmal. Ich muss irgendwas drücken, genau so. Ich glaube, ich habe keinen. Doch, ich habe da den Schub. Warum kann ich den Schub denn nicht einsetzen? Diese Lichtschwerter sind gefährlich, weil ich kann sie auch nicht abbrechen anscheinend. Warte mal, habe ich keinen Nachtblitz? Nee, habe ich nicht. Wieso kann ich denn nicht blitzen? Autsch. Ich habe mir gar keinen Schaden gemacht. Jetzt natürlich, wenn jetzt einfach runterspringen in den Tod. Auch die Musik hier wieder schön episch. Auch wenn ich glaube, dass YouTube mir wieder einen Strich durch die Rechnung machen wird, aber das ist mir egal. Nein, Lichtschwert sollst du anlassen. Das wäre sehr gut. Also Nahkampf habe ich nicht vor. So wie waren. Ja, wenn schon hochheile wir Schaden nehmen. Stimmt, warte mal, warum komme ich nicht gleich auf die Idee? Genau. Dann klappt es nämlich auch. Oh nee, ne? Euer Ernst? Da falle ich doch safe runter. Kann ich irgendwie weitergehen oder sowas? Oder muss ich jetzt hier oben drauf stehen bleiben? Ach, ich darf da gar nicht weiter. Ach, hier kann ich runter. Okay. Ach, Obi-Wan bleibt da oben stehen. Ja gut, perfekt. Kann ich also da runterspringen, wenn ich mich heilen will? Oder wenn ich da nicht hochkomme? Ah, ich kann ihn von unten angreifen. Das ist mir sehr, sehr gut. Von unten hat man ja meist die beste Trefferchance in vielen Spielen. Ah, hier stehen sie plötzlich alle beide auf der Plattform. Okay. Wenn dann kein nerviges Jump and Run kommt. Ach, na, wenn wir schon mal Jump and Run waren, natürlich. Ja genau, triff mich erstmal gleich dreimal. Aber ich geh jetzt erstmal hier hin. Autsch. Oh, jetzt ist er, jetzt rastet Obi-Wan aus. Kann ich eigentlich runterfallen? Ich glaube, wenn ich ihn irgendwie reinstechen versuche, dann rennt er safe weg. Oh, Alter, was macht der für Damage?
Dass das Ding noch nicht runterkippt, wundert mich ehrlich gesagt. Fand ich, wie das hier in die Dings eingeankert ist. Ach, Obi-Wan bleibt da oben sogar stehen. Aber bisher scheinen die Gravitationshilfen aber noch aktiv zu sein. Weil bisher kippe ich ja noch nicht runter. Also wenn ich heilen muss, gehe ich nach da hinten. Alles klar. Kann mich aber nicht treffen. Das ist natürlich das Beste. Fuck, das wird schwierig. Ja, das ist das Beschissene. Ich kann es nicht abbrechen. Ah, verdammt. Na, natürlich. Bis gleich. Okay. Nächster Versuch. Ich habe mal getroffen, das ist mal gut. Haben wir getroffen? Jawohl. Oh, Save Point. Ich glaube ja, ne? Oha, jetzt kommt die Stelle. Das wird natürlich ein Spaß jetzt. Ich glaube, die machen jetzt hier nicht umsonst einen Save Point. Das heißt, hier kommt jetzt irgendwas extrem Schwieriges. Sprungpassage. So, und wenn dann schon bitte eine, die funktioniert. Okay, wir sind einen ehemaligen Meister immer noch. Wahrscheinlich so lange warten, bis die Plattformen zusammenkommen. Das wird ein interessantes Level jetzt auf jeden Fall. Oh, ja. Ein Schlag und direkt erstmal stehen wir vor der Insel. Es ist vorbei, Anakin. Ich stehe deutlich über dir. Ihr unterschätzt meine Macht. Versuch es nicht. Hab Vertrauen, meine Liebste. Schon bald wird alles wieder gut werden. Entgegenzutreten. Die Galaxis gehört uns. Eure neue Waffe, Lord Vader. Nein, die Galaxis gehört mir. Yeah.
Ja, das war ja mal ein ganz interessantes Ende, ein alternatives Ende mal wieder. Ja gut, ich muss sagen, ich wusste eigentlich schon, dass es kommt, denn ich habe ja diese Übersetzung gemacht und deswegen wusste ich natürlich, dass das jetzt hier kommt. Aus dem Spiel Star Wars Episode 3 mal wieder. Da gibt es ja auch dieses alternative Ende, das ist ein bisschen anders umgesetzt, aber ja, wie man sieht, wenn Anakin überlebt hätte, hätte er den Imperator gekillt und hätte sich dann selbst zum Imperator wahrscheinlich ernannt. Ja, ich sag mal den Imperator gekillt, aber eigentlich heißt es ja eigentlich den Palpatine gekillt. Gut, das Ende war ein bisschen interessant. Obi-Wan springt einfach mal voll Möhre in die Lava rein. Ja, also genau so ist es im Film abgelaufen. Ja gut, aber continue. Okay, nächstes Level. Und zwar, Episode 3 sind wir jetzt durch, jetzt kommt Rise of the Empire. Da gibt es eigentlich nur zwei Levels. Einmal Darth Vader's Redemption und ein alter Feind. Hier sieht man schon, was hier später noch kommen wird. Einmal noch Ahsoka gegen Darth Maul und hier noch Darth Maul gegen Obi-Wan. Das war das Rebels. Ich weiß gar nicht, wo das hier her ist. Das hier ist in einem Comic, glaube ich. Auf jeden Fall, dadurch, dass das beides ja noch nicht verfügbar ist, machen wir noch Darth Vader's Redemption, entweder auf der Seite von Darth Vader oder auf der Seite von Anakin Skywalker. Wenn du dich für Darth Vader entscheiden möchtest, dann klick jetzt hier einfach oben links. Wenn du dich für Anakin Skywalker entscheiden möchtest, dann klick hier oben rechts. Von daher, und wenn du den Kanal abonnieren möchtest, dann klick hier in die Mitte. Von daher, euch aber eure Zeit und möge die Macht natürlich bei der mit euch sein. Ciao.